Okay, ich weiß, ich schneide wahrscheinlich lieber raus. Hier, ich glaube, ich habe es ziemlich deutlich gemacht. Ich weiß nicht, ob man meine Handschrift lesen kann, aber es gibt am Ende von diesem Video die Möglichkeit, einen vierwöchigen Trainingsplan zu bekommen für Einsteiger und einmal für Fortgeschrittene, wo ihr euch einmal keine Gedanken darüber machen müsst, was ihr schwimmt, sondern ihr bekommt es in einer Tabelle schwarz auf weiß. Okay? Ich werde ein bisschen ausholen, bevor wir da hinkommen und ein bisschen in die Tiefe gehen zu dem Thema hier. Und deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht vorher schon abhaut. Es gibt noch was am Ende. Okay? Okay, nächstes Video. Saisonstart. Für die Schwimmer sind wir mit dem Video definitiv zu spät, aber für die Triathleten sind wir wahrscheinlich grenzwertig gerade noch richtig, richtig irgendwie dabei. Ich liebe Saisonstarts. Also ich persönlich als Trainer und als Schwimmer habe ich es auch immer gemocht, weil man bekommt, wie bei einem Computerspiel, die Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen und Sachen auszuprobieren, die letztes Mal vielleicht nicht funktioniert haben und dann den Level sozusagen zu schaffen und auf den nächsten Level zu kommen. Also finde ich immer ganz gut. Dementsprechend, als ich das eben gerade hier so runtergeschrieben habe, habe ich bemerkt, dass das hier eigentlich nach dem hier kommen sollte. Deswegen fangen wir da unten an. Und ich sage euch jetzt nur, wie ich das mache. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist, aber ihr seid auf meinem YouTube-Kanal gelandet, auf unserem YouTube-Kanal von Swimazing gelandet und hier bekommt ihr zwangsläufig dann meine Note und so ist es, wie ich das mache. Ich spreche jetzt aus Trainersicht, wobei ich das mit mir genauso machen würde. Also wenn ich jetzt wenn ich Triathlonrennen hatte und das ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte, also ich habe meine Ziele nicht erreicht, dann mache ich mir halt Gedanken und hake die einzelnen Punkte ab, über die ich jetzt hier spreche. Aber jetzt aus Trainersicht, was mache ich mit meinen Sportlern? Relativ schnell, und das sind in der Regel meistens schon Sekunden, nachdem der Athlet angeschlagen hat, fängt es bei mir schon hier oben an zu rattern, weil ich das Rennen gesehen habe und denke, boah, es war schon ziemlich gut, aber es wäre noch mehr gegangen. Und dann überlege ich mir, was wäre möglich gewesen, wenn ... noch besser gewesen wäre. Und dann gehe ich die einzelnen Sachen durch. Also ganz wichtig ist, dass ihr nach eurem Rennen euch hinsetzt. Alleine sollte der Schwimmer sowieso machen. Am besten mit dem Trainer zusammen. Aber als Trainer solltet ihr es definitiv machen. Und die Rennen auswerten, die wichtigen Rennen. Ich sage jetzt mal, wenn in meiner Langstreckengruppe einer irgendwo auf dem Weg zu den deutschen Meisterschaften 100 Brust geschwommen ist und das Rennen mit 3 schlechten Wänden verkackt worden ist, ist mir das absolut egal, weil es mit dem gesamtgroßen Bild und unseren Hauptstrecken überhaupt nichts zu tun hat. Die Hauptrennen allerdings sind sehr, sehr wichtig. Da würde ich mir überlegen, als erstes, deswegen würde ich die Auswertung relativ schnell machen, würde ich mir überlegen, wie ist das Rennen gelaufen? Also was gab es für, ich sage jetzt mal, technische Schwächen? Wie war der Start im Verhältnis zur Konkurrenz? Wie waren die Wenden? Waren die offensichtlich schlecht oder waren die ganz gut ausgeführt und waren aber trotzdem langsamer als die von der Konkurrenz? Wie war die Schwimmtechnik? Okay. Wieder selbes. Also ich würde immer überlegen, in einem Vakuum den Sportler anzugucken. Da geht es auch darum, hat der sich verbessert? Und dann würde ich immer gucken, was macht die Konkurrenz? Schwimmen die einfach technisch viel besser? Haben die mehr Kraft, weniger Kraft etc.? Renntaktik, ganz wichtig. Wie hat der Sportler sein Rennen aufgebaut? Waren da massive Fehler? War zum Beispiel der erste 100er zu schnell oder war vielleicht der erste 50er zu schnell oder war in der Mitte das Commitment nicht da und dadurch war das Rennen von vornherein nicht mehr wirklich so. Also der Sportler hat sich quasi selber keine Chance gegeben, ein richtig gutes Rennen zu machen. Und die Sachen würde ich, wie gesagt, relativ schnell machen, sonst vergisst man die einzelnen kleinen Details. Und wie gesagt, also ich schaue mir immer meinen Sportler an und die Konkurrenz an und wo soll der Sportler hin, aus meiner Sicht. Und dann überlege ich mir, okay, Start zum Beispiel. Haben wir wirklich Starts trainiert? Antwort ist relativ wenig in meiner Gruppe, aber gut. Wir sind mit dem Start, würde ich sagen, ganz gut mit dabei. Wir sind jetzt nicht die Ersten, aber wir sind definitiv nicht die Letzten. Dann würde ich mir sagen, okay, war der vielleicht als Lagen schon mal bei Delfin schlecht? Dann würde ich dann wieder überlegen, haben wir das überhaupt richtig trainiert? Wenn die Antwort nein ist, muss man anpassen und nächste Saison diese Sachen, die an dieser Stellschraube drehen und es verbessern. Okay, als nächstes würde ich mir überlegen, und da muss man, glaube ich, mit dem Athleten sprechen. Und die Gespräche sind in der Regel nicht so einfach, weil die ja häufig, ich sag mal, auf Punkte drücken, die unangenehm sind. Und also zum Beispiel, wie sieht mein Athlet aus? Also wenn ich jetzt
einen Schimmer habe und er steht in einem Finale und der ist mit Abstand der schmächtigste oder mit Abstand der dickste oder mit Abstand der unkonzentrierteste oder sowas, dann muss man das ansprechen, weil das sind wichtige Sachen, die dann im nächsten Zyklus oder mittel- bis langfristig geklärt werden müssen. Weil ich glaube, es ist kein Hokuspokus, wenn, ich sag mal, alle Schimmer so eine Brust und so einen Arm haben und du stehst daneben wie ein Hungerhaken, ist es halt einfach schwierig zu gewinnen. Dasselbe ist jetzt für ein Triathlon. Wenn ich eine Langdistanz machen will und meine ganze Konkurrenz hat, sage ich mal, 5-7% Körperfett und ich stehe mit 16% Körperfett am Start, ist das extra Gewicht, was ich durch die Gegend schleppen muss. Und wenn ich es wirklich ernst nehme, dann muss ich das regeln. Dann muss ich sagen, okay, das muss ich in den Griff kriegen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der meine Leistung vielleicht beeinträchtigt hat und vielleicht dazu geführt hat, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe. Dann muss ich das abhaken. Die Punkte, die ich mir jetzt zu meinen Athleten aufgeschrieben habe, ist Gewicht, Psyche, Disziplin. Das ist jetzt auf die Schnelle. Also hier, wenn ihr hier dabei wärt, ich mache das eigentlich immer relativ schnell. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie 3 Monate für Zeit nehme für sowas, sondern das ist das, was ihr direkt hier rausbekommt. Und das sind die Sachen, die mir eingefallen sind. Und ich glaube, da gibt es bei vielen Athleten Luft nach oben. Also ich schaue mir wirklich das Rennen von A bis Z an. Mich interessieren Frequenzen und Zwischenzeiten und sowas mittelmäßig. Zwischenzeiten schon, aber Frequenzen messe ich nie. Mich interessiert schon, wie mein Sportler auf die Startbrücke läuft. Wenn der so da rausläuft, mache ich dann einen Haken dahinter. Weil ich sehe, der will da sein, der glaubt an sich und der ist davon überzeugt, dass der sich den Platz, dass der den verdient hat und dass der da Gas gibt. Wenn ich Leute sehe, die so da rauslaufen, schon so ein bisschen so unsicher sind und ich finde, man sieht es. Ich finde, man sieht schon bei Sportlern, wenn die auf die Startbrücke laufen, ob die wirklich eine Chance haben, das Rennen zu gewinnen oder nicht. Und das würde ich mit denen auch ansprechen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Am Ende, bei dem wichtigsten Rennen der Saison, ist ein ganz, ganz, ganz großer Teil von der Leistung, von der Psyche des Sportlers abhängig. Muss man auch ehrlich ansprechen. Also das mache ich. Ich fange immer mit Fragen an. Also ich gehe jetzt nicht einfach hin und sage, ey, du bist ein Lappen gewesen, du bist da rausgelaufen wie, ey, so würde ich es nicht machen, sondern ich würde sagen, ey, mal ganz ehrlich, wie hast du dich gefühlt, als du da rausgelaufen bist? Hast du positiv gedacht? Hast du vielleicht Angst? Warst du mit der Situation überfordert? Und dann öffnen sich die Athleten in der Regel auch. Und dann kann man sagen, okay, wie können wir das angehen? Wie machen wir das besser? Und dann wird es in der Regel auch besser. Also es ist, man muss es einfach machen. Das nächste ist Disziplin. Und da, das ist eigentlich immer dasselbe. Also die Leute, die am Ende der Saison ihre Leistung nicht gebracht haben, sind eigentlich immer die Leute, die viel Training verpasst haben oder wenn sie im Training sind, in der Regel einfach nur körperlich anwesend sind. Und die Leute machen mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Weil wenn ich dieses Ziel habe, und ich diesen Sport mag. Und natürlich ist es nicht immer leicht, wenn jetzt hier, was weiß ich, der verrückte Trainer an einem Samstagmorgen 10.000 Meter Arm auf Zeit aufschreibt, ist klar, dass keiner jetzt in die Halle läuft und sagt, yes, super coole Einheit, habe ich voll Bock drauf. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wenn man ins Training läuft, dass man sich anstrengt und versucht, das Beste mitzunehmen für sich selber. Das stärkt den Charakter, die Zeit geht wesentlich schneller rum und man gibt sich selber die Chance, auch irgendwie am Ende das zu bekommen, was man sich vorgenommen hat. Also es ist wirklich, zieht sich wie ein roter Faden. Es ist eigentlich logisch, wenn man seine Trainingseinheiten nicht macht oder wenn man gar nicht erst da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg ziemlich klein. Also auch da wieder ein Trainer von mir, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der hat das immer so mit einem Puzzle verglichen. Und der hat gesagt, immer wenn eine Trainingseinheit nicht dabei ist, ist das wie ein Puzzleteil, was am Ende im Puzzle fehlt. Und ihr könnt euch selber vorstellen, wenn ihr jetzt ein Puzzleteil mit 100 Teilen habt, und am Ende fehlen 27 Teile, dann sieht das Puzzle, dann ist es schwer zu erkennen, was das Puzzle überhaupt werden soll. Und deswegen sind also diese Sachen hier, Gewicht würde ich sagen, eher bei Frauen, ist bei Männern selten überhaupt kein leichtes Thema. Also mit Mädels drüber zu sprechen, dass sie zu fett sind, ist sehr, 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 sehr schwer. Wäre ich vorsichtig. Ich glaube, ich finde immer einen ganz guten Draht, aber muss man vorsichtig sein. Okay, also da müssen wir jetzt nicht nochmal ein extra großes Seitenthema für aufmachen, weil ich glaube, es ist jedem klar, warum das schwierig ist. Bei Männern, da kannst du einfach sagen, yo, hier, Brudi, du bist einfach ein bisschen zu fett, du musst ein bisschen weniger essen, dann bist du auch schneller. Und die sagen, ja, dann lachen die drüber, dann ist es okay. Bei Mädels nicht so einfach. Psyche, generell auch immer ein Thema. Das ist wahrscheinlich sogar mit Männern schwerer als mit Frauen, weil Männer sind eigentlich eher so die Kerle, die auch so ein bisschen stolz drauf sind, dass sie so die harten Typen sind und vor nichts Angst haben.
Bei Mädels ist es so, die haben damit, glaube ich, weniger Probleme zu sagen, ja, ich habe wirklich Angst, wenn ich da rausgehe. Und ist da, glaube ich, also ich würde sagen, das Gewichtsthema ist schwieriger mit Frauen zu klären, das Psychenthema ist schwieriger mit Männern zu klären. Trotzdem muss es gemacht werden. Und Disziplin, da kann man eigentlich brutal ehrlich sein. Also da würde ich auch als Trainer nicht lang drum herumreden, da würde ich einfach sagen, ey, du bist einfach zu wenig da und wenn du deine Ziele erreichen willst, dann musst du ins Training kommen. Ganz einfach. Übrigens, saucooles Video zum Thema Angst, das verlinken wir mal hier oben, ist vom letzten UFC-Kampf. Darren Till ist ein sehr, sehr guter Fighter, der auch fast um Titel gekämpft hat. Der hat mal wirklich ehrlich gesagt, wie viel Angst der hat, bevor der in diesen Ring geht. Und dass er wirklich drüber nachgedacht hat, eine Verletzung zu faken, dass er gar nicht raus muss. Und ich glaube, diese Gedanken kennen Hochleistungssportler. Den Gedanken, dass wenn es kurz vorm Rennen jetzt zur Sache geht, dass man eigentlich sich die Frage stellt, boah, warum mache ich das eigentlich alles? Am liebsten würde ich jetzt lieber in einen Kaffee fahren und einen Kaffee trinken oder sowas. Die Gedanken hat jeder. Also das ist normal, dass man ein bisschen Angst davor hat. Und man muss nur damit umgehen können und vielleicht auch ehrlich zu sich selber sein. Und das hilft dann schon. Also schaut euch das mal an, wir verlinken das mal. Ich fand es sehr interessant und jetzt hier zurück zum Thema. Gut, also ich glaube, wir sind uns einig, das haben wir ausführlich besprochen. Ist jetzt ziemlich schwimmspezifisch gewesen, weil ich halt mit den Schimmern sehr, sehr nah dran bin. Das macht ihr als Triathleten natürlich genauso. Okay? Daraus ergibt sich dann, wie der Saisonstart läuft und was ihr da beachten solltet. Also hier. Wir waren hier mit Schwimmtechnik, wenn zum Beispiel offensichtliche technische Schwächen da waren, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt zum Saisonstart daran zu arbeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr bisher immer nur Dreieratmung geschwommen seid und euch während der Saison nicht mehr getraut habt, auf Zweieratmung umzustellen und dass ihr im Rennen hier einfach nicht aus eurem Trott rausgekommen seid, was auch schwierig ist mit Dreieratmung, weil es einfach schwer ist, mit, sage ich mal, fehlendem Sauerstoff voll an seine muskuläre Grenze zu gehen. Bei Zweieratmung viel leichter, weil man halt eben in einem schnelleren Rhythmus einen Luftaustausch hat. Okay? Das ist genau der Zeitpunkt. Das heißt, man überlegt sich, was möchte ich schwimmtechnisch ändern und baue das als Schwerpunkt in die ersten Wochen ein. Der Stichpunkt ist, also Stichwort hier oder der wichtige Punkt an der ganzen Sache ist, dass wir mit wenig Umfang beginnen. Mit wenig Umfang heißt, also bei den Schwimmern ist das durchaus vielleicht nur ein Viertel von dem normalen Wochenumfang, weil Technikarbeit halt einfach lange dauert. Technische Übungen dauern lange. Das ist auch der Grund, warum wir die in der Saison zurückfahren, weil es am Ende des Tages darum geht, fit zu werden. Konditionell topfit, um andere Leute im Wettkampf zu brechen. Genau, also die Techniksachen sind wichtig und die werden auch gemacht. Aber jedes alles zu seiner Zeit. Also dafür würde ich nur zu Beginn der Saison ein paar Wochen opfern, da weniger Umfang machen, mehr Technik, kurze Intervalle. Sowohl bei den Technikübungen als auch dann bei den Schwimmsets. Fang kleiner an. Wie gesagt, vielleicht ein Drittel vom normalen Umfang und wirklich Fokus auf eine korrekte Ausführung. Und die technischen Veränderungen eignen sich sehr gut am Saisonstart, weil man sich, glaube ich, kennen alle, sowieso nicht so gut fühlt. Wenn man jetzt 4 Wochen Pause gemacht hat, man springt zum ersten Mal wieder ins Wasser, denkt man schwimmt mit Fäusten. Also der ganze Druck und das ganze coole Gefühl ist sowieso erstmal weg. Deswegen kann man in dem Moment auch wunderbar ansetzen und technische Veränderungen vornehmen, die sich mitten in der Saison natürlich super scheiße angefühlt hätten, aber jetzt fühlt sich eh alles scheiße an, deswegen können wir auch gleich die Veränderung machen. Okay, weniger Umfänge, kürzere Intervalle, technisch sauber schwimmen, ganz, 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 Punkt, 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 wichtig. Auch sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt, um mal ein Schwimmseminar zu besuchen oder eine Einzelstunde zu nehmen. Weil die Grundlage, die ihr jetzt technisch legt, muss reichen für den Rest der Saison, wo wir dann hart trainieren. Also das Fundament, das Technische muss am Anfang gelegt werden, damit ihr dann im Training Gas geben könnt. Und wir geben Gas. Also das ist klar. Also ich glaube, die Leute, die jetzt hier subscribed haben und die bei Swimazing dabei sind, die wissen, wir geben Gas. Also wir verschwenden nicht übermäßig viel Zeit. Wenn die Saison läuft, wird Gas gegeben. Da muss die Technik sitzen. Weil ich habe schon 10-mal gesagt, ich würde immer, wenn wir Athlet A haben, der dreimal die Woche schwimmt und 45 Minuten Technikübung macht und 20 Minuten Gas gibt, versus Athlet B, der dreimal die Woche schwimmt, 10 Minuten Technikübung macht, 50 Minuten Gas gibt, setze ich alles, was ich habe, auf Athlet B. Auch wenn der offensichtlich von außen technisch unsauberer schwimmt als A, glaubt es mir, ich habe es 10.000 Mal gesehen, auch im Schwimmen,
Ich weiß nicht, wie oft ich mir von Leuten anhören musste, boah, der Thomas Lurz, wenn man dem beim Schwimmen zuguckt, sieht ja alles scheiße aus und sowas. Aber ey, Statistiken lügen nicht. Der Kollege war 12-mal Weltmeister, hat 2 olympische Medaillen gewonnen. Und die Leute, die sagen, ey, technisch, guck mal, der gleitet ja gar nicht, sieht ja alles untalentiert aus, haben in der Regel gar nichts gerissen. Also von dem her, es zählen Resultate. Und die Resultate im Langstreckentraining basieren immer auf harter Arbeit. Immer. Jeder, der euch was anderes erzählt, würde ich direkt sagen, Homie, danke fürs Gespräch. Ich gehe da lang und wo du lang gehst, ist dir überlassen. Aber viel Erfolg mit deiner Herangehensweise wird nicht funktionieren. Gut, also Prinzip, wir legen die technische Grundlage und davon zehren wir in der laufenden Saison. Hat die Saison sehr gut funktioniert mit den Schwimmern, die ich parallel betreue. Okay, zu dem Zeitpunkt hat man selbst mit Techniktraining ist es so, dass die Trainingseinheiten im Wasser immer ein bisschen kürzer sind als normal. Ich meine, wir schwimmen nur ein Drittel vom Umfang. Das heißt, wir haben noch mehr Zeit. Diese Zeit kann man super in mehr Landtraining investieren. Damit meine ich, man kann Krafttraining machen, man sollte viel Stabi-Training machen, man kann zum Beispiel laufen gehen, machen die Triathleten sowieso, ich meine jetzt die Schwimmer. Aber da würde ich eher auch da zu Beginn der Saison jetzt für Läufer und Radfahrer, also insgesamt den Triathleten, würde ich sagen, okay, kümmert euch mal um Baustellen, für die ihr in der Saison keine Zeit mehr habt. Also zum Beispiel Disbalancen, diese ganzen Functional Athletikprogramme, auf die meisten, die jetzt so oldschool-mäßig wie ich sind, eigentlich gar keinen Bock haben. Ich will am liebsten einfach eine knallharte Intervallserie auf dem Fahrrad runterreißen. Und die Sachen, so Blackroll-Sachen oder hier so diese Balance-Sachen, dass man einfach mehr Stabilität in seinen Knien und sowas alles bekommt, die müssen trotzdem auch gemacht werden. Also schaut euch dazu mal ein paar Videos vom Sebastian Kienle an. Da ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, seit er beim Philipp Seib ist, dass da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und er ist seitdem weitestgehend beschwerdefrei und auch viel schneller geworden im Laufen. Also es ist nicht immer alles mit der Brechstange zu machen. Und auch da wieder zu Beginn der Saison ist es wichtig, dass man da ein Fundament legt, wovon man dann zehrt, wenn die richtigen Einheiten kommen. Okay, also es ist immer wichtig, wie bei einem Hausbau, das Fundament muss gut sein, damit es später gut steht. Okay, und so würde ich das aufbauen. Also nochmal zusammenfassend. Beginnend am Ende der Saison überlegt ihr euch, was war gut, was war nicht gut. Daraus ergibt sich die Zielsetzung für die nächsten Jahre. Für die nächste Saison. Vielleicht auch für die nächsten Jahre. Und überlegt euch, was war schlecht. Also das ist jetzt schwimmspezifisch, Start, Wende, Schwimmtechnik, Renntaktik etc. Wie war euer Athlet oder wie wart ihr als Athlet? Seid ihr mit eurem Gewicht zufrieden, mit eurem Körperaufbau? Wart ihr psychisch da, wo ihr sein wolltet? War die Disziplin okay? Habt ihr eure Trainingspläne so abgearbeitet, wie die vom Trainer gefordert wurden? Und dann ergibt sich daraus, an welcher Technik arbeiten wir. Wir beginnen mit wenig Umfang, kurzen Intervallen, mehr Fokus auf Landtraining, um auch da den Körper so aufzubauen, dass später das Fundament da ist, um das Training zu verkraften. Genau, und jetzt zum Schluss kommen wir noch dazu. Wir haben ja hier dieses künstlerische Spektakel hier, was sich hier irgendwo aufgebaut hat. Haben wir im Angebot, dass wir euch 2 Trainingspläne mit dazu packen. Und die Frage war jetzt, wie unterscheiden sich überhaupt die Beginner von den Fortgeschrittenen? Und da kann ich euch sagen, in den ersten Wochen gar nicht so sehr. Die Aufgaben sind alle ein kleines bisschen länger, aber auch da, also bei uns bei SoMazing ist es so, dass auch die hohen Levels, also die, ich sage jetzt mal Level 3, 4 etc. zu Beginn der Saison mit Level 1 anfangen. Die fangen jetzt nicht mehr mit Beginner an, aber mit Level 1, ich sage mal 1 bis 2 Wochen, dann Level 2, 3 bis 4 Wochen, Level 3, 4 bis 6 Wochen und dann sind die eigentlich wieder da, wo sie sein sollten. Also auch die lassen sich Zeit. Aber hier, also ich würde sagen, für die Leute, die wirklich noch ein bisschen Probleme mit dem Kraulschirm haben und noch nie, sage ich jetzt mal, vielleicht 1000 Meter am Stück kraulen konnten, für die ist der Beginner-Level gut. Und für alle anderen, die jetzt, sage ich mal, hier in ihrer Saisonanalyse schon 70.3 Rennen oder vielleicht sogar schon Ironmans gemacht haben und es eigentlich eher darum geht, die Zeit schneller zu machen, also die wirklich schon kraulen können und vielleicht einfach, wie gesagt, mit ihrer Zeit oder mit der Ausführung oder mit dem Resultat nicht zufrieden waren, die sind eher dafür geeignet, dann so ein Level in den fortgeschrittenen Plan reinzugehen. Okay, viel Spaß. Ciao.